Hey meine Lieben, ich bin Anne Witsch und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich sitze gerade im Büro, also nicht wundern, wenn es hier so ein bisschen raschelt. Ich hoffe, die Qualität vom Ton ist auch gut genug. Ich nehme jetzt gerade mit so einer neuen Kamera auf und hoffe, das reicht einfach aus. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, beziehungsweise über einen Kommentar sprechen, was ich halt immer wieder in meiner Partnerprogramm-WhatsApp-Gruppe lese. Also ich habe ein Partner-Affiliate-Programm mit meinem Online-Shop. Das heißt, wenn du da einsteigst und meine Produkte bewirbst, kannst du, wenn du erfolgreich damit bist, 20% Provision vom Warenkorb-Umsatzes mit abbekommen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und da kommt halt immer wieder so ein Kommentar, wo ich dann immer so ein bisschen schmunzeln muss oder auch ein bisschen verärgert bin. Und zwar ist es der Kommentar, ich habe doch keine Zeit dafür, ich steige wieder aus. Du hast also keine Zeit, die Chance zu nutzen, um dein Leben eventuell für dich und deine Familie zu verbessern, vor allem auch finanziell. Okay, gut. Du hast keine Zeit. Oder du setzt deine Prioritäten einfach anders. Ich kenne das von mir selber ja auch. Ich habe im letzten Jahr zum Beispiel, ich weiß nicht wie oft gesagt, ich würde ja gern Sport machen, aber ich habe einfach keine Zeit dazu. Doch, ich hatte die Zeit dazu. Ich hatte sie definitiv. Aber ich habe einfach die Priorität nicht darauf gesetzt. Weil meine Priorität lag definitiv bei Arbeiten, Unternehmen aufbauen, Online-Shop und meiner Familie, aber nicht beim Sport. Also kann ich auch nicht erwarten, dass irgendwann mein Körper mal komplett sportlich, straff und gut aussieht, wenn ich dafür einfach nichts tue. Es gibt keinen Sportler auf dieser Welt, der einen durchtrainierten, straffen, schönen, sportlichen Körper hat und nie dafür trainiert hat. Das gibt es einfach nicht. Sportler trainieren wirklich täglich mehrere Stunden. Sie achten extremst auf ihre Ernährung und verzichten unglaublich viel, nicht nur beim Essen. Sie setzen einfach ihre Prioritäten und die ist halt beim Fitness. Und das ist bei allem so, egal womit du erfolgreich sein möchtest, jetzt nicht nur beim Sport. Du musst einfach anfangen auszusortieren, was ist nicht so wichtig. Setze deine Prioritäten neu oder du akzeptierst halt einfach, dass das nicht deine Priorität ist. Aber sage nicht, dass du keine Zeit dafür hast. Es ist nicht deine Priorität und das ist auch okay so. Aber gebe wirklich nicht den Umständen die Schuld dafür, dass du es nicht schaffst oder dass du es nicht machst. Schau mal, ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt in meinen letzten Jahren, vor allem auch bei Berlin Tag und Nacht. Und viele Leute haben immer wieder gesagt, oh, nächstes Jahr, da steige ich aus. Und dann mache ich das und das und das. Und die meisten, die davon so geredet haben, die sind immer noch am Set und die arbeiten immer noch bei Berlin Tag und Nacht. Was jetzt nicht schlimm ist, aber es ist halt einfach der bequemste Weg. Und sie leben einfach nicht die Träume, die sie gerne leben wollen würden. Sie trauen sich nicht, sie gehen nicht diesen Schritt. Und sie merken, dass es halt auch einfach scheiße schwer ist. Einige sind nämlich auch ausgestiegen, haben dann gedacht, so okay, mit der aufgebauten Reichweite kann ich jetzt einfach Geld machen, ist easy peasy, haben dann gemerkt, es ist nämlich doch nicht so einfach, man muss doch etwas dafür tun, man muss trotzdem arbeiten und sind dann wieder den bequemeren Weg gegangen und sind wieder zurück zum Set. Ich zum Beispiel habe zwischen den Drehzeiten immer noch weitergearbeitet. Nicht immer, aber wirklich meistens. Ich habe zum Beispiel meinen Laptop mit auf Arbeit genommen und habe in den Drehpausen meine Videos geschnitten. Oder habe aufgeschrieben, was meine nächsten Ideen sein könnten. Oder ich habe dann, als ich meinen Online-Shop hatte, habe ich zum Beispiel diese ganzen Sachen entgittert. Also du musst diese Folie abziehen, die du dann später auf deinen Hoodie bedruckst, also die ganzen Motive und so. Das habe ich dann da am Set zum Beispiel gemacht, wo andere geschlafen haben. Oder wo andere Darsteller nach 10 bis 12 Stunden Drehzeit einfach nach Hause gegangen sind, Feierabend gemacht hatten, sich in der Bar getroffen haben, habe ich zu Hause weitergearbeitet. Also ich habe dann meine Kamera angeschmissen, habe das nächste Video gedreht, habe das letzte Video hochgeladen oder habe es dann da geschnitten, habe mich um meinen Online-Shop gekümmert. Also ich habe immer irgendwie versucht, weiterzuarbeiten und mehr zu machen. Mehr, 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 mehr. Ich habe wirklich nie den bequemsten Weg gewählt, weil ich wollte einfach was erreichen. Ich wollte was schaffen. Ich hatte ein Ziel, ich hatte eine Aufgabe und ich wollte nicht aufgeben. Egal, was du erreichen möchtest in deinem Leben, es ist machbar. Und ich weiß, das sagen ganz viele und vielleicht scheint das auch gerade nicht greifbar, aber das, was du willst, liegt eigentlich auf einem Serviertablett. Du musst nur aufstehen und dir holen, was du verdient hast. Es bringt einfach nichts, zu Hause darauf zu warten, dass irgendjemand irgendwann mal kommt und dir das Serviertablett auf bequemste Art und Weise nach Hause bringt und vielleicht sogar bis zum Sofa vor die Füße legt.
Das wird niemals passieren, Leute. Es wird niemals passieren. Du musst selber diese Schritte bis nach draußen gehen und dir holen, was du möchtest. Tu was dafür. Es gibt diesen schönen Satz: Wenn du immer tust, was du schon kannst, bleibst du immer die Person, die du heute bist. Und das ist wirklich so, Leute. Es ist so. Wenn du nichts in deinem Leben veränderst, wenn du jeden Tag gleich lebst, du stehst morgens auf, trinkst deinen Kaffee, gehst dann auf Arbeit, kommst nach Hause, beschäftigst die Kinder, machst deinen Haushalt, legst dich im Bett und der nächste Tag beginnt genauso. Es wird sich in deinem Leben einfach nichts verändern. Du wirst immer die Person bleiben, die du schon bist. Wie soll sich auch etwas verändern, wenn du nichts veränderst? Du bist die einzige Person in deinem Leben, die irgendetwas anders machen kann, die jetzt sagen kann, okay, heute setze ich mich hin, ich habe die und die Ziele, ich fange jetzt an. Das kann niemand anderes, das kannst nur du alleine. Es wird niemand an deiner Tür klingeln, dir die Hand reichen und sagen, so, ich helfe dir jetzt, wir schaffen das gemeinsam. Du musst dir alleine helfen. Also änder was. Jetzt. Heute. Steh auf, mach dir einen Zettel, überlege, was du ändern möchtest, überlege, was deine Ziele sind und dann gehe dieses Ziel an in kleinen Schritten. Mach dir nicht zu große Schritte, weil sonst bist du gleich verzweifelt und gehe kleine Schritte. Kleine Step by Step. Und vor allem, gebe nicht zu früh auf. Die meisten schaffen es nicht, weil sie zu früh aufgeben. Keiner weiß, was passiert wäre, wenn sie es noch 2, 3 Tage, 2, 3 Monate länger versucht hätten. Vielleicht wäre dann der Knall gekommen. So war es zum Beispiel bei mir. Ich habe wirklich sehr, sehr lange dafür arbeiten müssen. Also ja auch YouTube zum Beispiel. Ich habe ja damals neben den Dreharbeiten, habe ich ja gerade erzählt, YouTube-Videos geschnitten und gedreht. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich irgendwann eine Reichweite erreicht habe, die auch finanziell sich für mich gelohnt hat. Manchmal hat es nicht mal gereicht für einen Wocheneinkauf, die Einnahme von einem ganzen Monat. Oder manchmal auch von 2, 3 Monaten hat es nicht gereicht für einen Wocheneinkauf. Und ich bin trotzdem dran geblieben. Ich habe trotzdem weitergemacht. Ich habe trotzdem nicht aufgehört. Natürlich gab es auch mal Tage, wo ich nicht so die Kraft dazu hatte oder wo ich gedacht habe, so, boah, ich kann nicht mehr, ich brauche mal eine Pause, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe immer irgendwie versucht, weiterzumachen. Und es hat wirklich auch Jahre gedauert, bis es sich für mich einfach auch finanziell gelohnt hat, wo ich dann auch wirklich davon meine Miete bezahlen konnte und sogar noch was drüber geblieben ist, wo ich meine Miete zahlen konnte, geile Sachen kaufen konnte und noch eine Reise und es ist trotzdem noch was drüber geblieben. Und dafür habe ich halt auch viel gearbeitet. Mein Online-Shop zum Beispiel, der Mina-Online-Shop oder der Glitzer am Kopf-Online-Shop, der war nicht von Anfang an so erfolgreich, sondern ich habe immer wieder lernen müssen. Ich habe auch da, muss ich zugeben, viele Online-Shops gehabt, von Annes Welt bis Grasree-Online-Shop, Handmade-Sachen. Ich habe mich komplett durchprobiert, habe die Sache auch öfter mal wieder hingeschmissen und habe dann einfach gesagt, boah, nee, ist einfach nicht meins. Ich schaffe das nicht und habe dann auch aufgegeben. Deswegen kann ich euch auch wirklich sagen, dass es nichts bringt, aufzugeben. Und innerlich kam immer wieder dieses Gefühl von so, nee, versuch's nochmal. Versuch's doch einfach mal anders. Und ich habe gemerkt, das ist einfach so meins. Und ich weiß heute noch, Mina wird krass erfolgreich werden. Mina wird es irgendwann, wird jeder Mina kennen. Jedes kleine Kind wird wissen, wer Mina das Einhorn ist. Und ich glaube ganz fest daran, weil ich dafür arbeite. Ich werde nicht aufgeben, bis dieser Tag gekommen ist, bis ich das auch geschafft habe. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich aufgegeben habe mit den Online-Shops, sondern ich habe sie immer wieder pausiert. Ich habe zwar immer wieder eingetreten, aber ich habe aus all den Sachen, die ich gemacht habe, gelernt, dass ich heute diese Fehler, die ich damals gemacht habe, in diesem Online-Shop zum Beispiel gar nicht mit reinbringe. Ich bin weiter, ich bin klüger als damals. Ich mache andere Sachen, ich mache anderen Shop, ich mache weiter, aber ich habe nicht aufgegeben. Sonst wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Du musst dir immer die Frage stellen, bist du bereit, einen wirklich steinigen Weg zu gehen? Und wir reden hier wirklich von einem Weg, wo du öfters stolpern wirst, wo du hinfallen wirst, wo du dir die Knie aufschlagen wirst, wo du mehr als nur blaue Flecke kassieren wirst. Bist du bereit, nach Feierabend noch weiter zu arbeiten? Bist du bereit, statt Disco, Netflix, TikTok einfach dich hinzusetzen, dich weiterzubilden, weiterzuarbeiten, weiter auch an dir zu arbeiten? Und hier würden wirklich schon die meisten sagen, nee, das ist wirklich nicht meins. Ich bleibe lieber bei dem, was ich jetzt bereits mache. Und das ist okay so. Wenn du aber bereit dazu bist, dann hast du die Hälfte schon geschafft. Dann hast du die Hälfte deines Weges schon geschafft. Und jetzt geh weiter. Nimm dir, was dir zusteht und erfüll deine Ziele. Egal wie lange es dauert, bleib dran. Du schaffst das.